Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid im Adventskalender. Heute und nur heute gibt es eine kleine Bastelidee für die ganze Familie. Und zwar machen wir solche Drahtsterne. Der ist jetzt nicht im Bild, der muss weiter runter. Jetzt ist er im Bild. Solche Drahtsterne, jetzt sind sie sogar im Bild. Ist eine schöne Bastelidee für die ganze Familie. Kleine Kinder können gut helfen, mit Draht zu wickeln. Große Kinder können ihre Geometriekenntnisse nutzen. Männer können Feuer machen und wir Frauen, wir helfen bei allem. Wir können ja das alles. Das habe ich schon erwähnt, die großen Kinder können ihre Geometriekünste zum Besten geben, denn so ein Stern hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken in diesem Fall. Oder man kann einen fünfeckigen machen mit 5 Ecken. Und damit man da an einen einigermaßen regelmäßigen Stern kommt, kruseln wir mal unser Wissen in Geometrie zum Vorschein und zeichnen ein gleichmäßiges 5- bzw. 6-Eck. Und da Ben keine Ahnung hat, wie ihr gerade gehört habt, macht er den Kamera-Ben und ich erkläre euch, wie das geht. Genau. So, für den ersten Teil, den ihr auch ganz bequem zu Hause am Tisch erledigen könnt, brauchen wir einen Zirkel, irgendeinen Bleistift, ich habe hier einen Minenbleistift dabei, ein Geodreieck ist vom Vorteil. Und einen Filzstift, den brauche ich hauptsächlich, um euch zeigen, wo dann die Sterne sind in der ganzen Konstruktion. Schere versteht sich zum Ausschneiden. Kann man natürlich auch mit einem Messer machen auf einer Unterlage. Und falls notwendig, ein Radiergummi. Ich bin jetzt so arrogant und behaupte, den brauche ich nicht. Das ist aber sehr arrogant, Schatz. Total arrogant. Ja. So, wir starten mit dem Sechseck. Sechseck war eine der ersten und einfachsten Konstruktionen, die ich gelernt habe. Wir öffnen den Zirkel so groß, wie wir es halt haben wollen. Natürlich bedenken, der Radius wird immer verdoppelt, bis es einen Kreis gibt. Willst du einen großen oder einen kleinen Stern, Schatz? Einen kleinen Stern, bitte. Je kleiner, desto schwieriger. Oh, einen mittleren Stern, bitte. Also, für Sechseck zeichnen wir einen Kreis. Mhm. Jetzt musst du ein bisschen gucken, wie du das reinkriegst. Ja, das habe ich. Dann... Ich glaube, die meisten Leute können einen Zirkel benutzen. Loch ist egal. Mhm. Starten wir irgendwo bei einem Punkt, machen da Löchlein rein und gehen mit dem gleichen Radius, den wir vorher eingestellt haben, einmal rum. Krass, das wusste ich gar nicht. Was? Ja, ich habe echt keine Ahnung von sowas offensichtlich. Lernt man das nicht bei euch in der Schule? Vielleicht, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir nur Bio gemerkt und so ein Zeug. Dann habt ihr die sechs Ecken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die ihr mit... verbinden könnt. Und zwar, wenn wir einen Stern wollen, machen wir zwei Dreiecken, verbinden also eigentlich nur jeden zweiten Punkt, sprich den nicht mit dem hier. Dann den lassen wir wieder raus, nehmen den nächsten. Und ihr seht schon, ich konstruiere hier total genau. Das ist Schweizer Präzisionsarbeit. Nein, es ist voll daneben. Oh. Ich habe bei jeder Geometrieprüfung immer einen halben Punkt Abzug gekriegt wegen Genauigkeit, den Rest konnte ich. Das klingt jetzt aber schon nach dir, Schatz. So schnell, schnell, schnell. Zack, zack, zack. Effizienz ja, man, ist alles. Man durfte gehen, wenn man die Prüfung fertig hatte. Und ich habe dann meistens halt dann die halbe Lektion frei gehabt. Oh, schön. So, jetzt haben wir den wunderbaren Stern. Mhm. Erinnert natürlich auch mit der Sechseckform etwas an einen Judenstern. Ich zeichne ihn euch nochmal nach. Du darfst jetzt sowas sagen, weil du bist ja Schweizerin. Wenn das bei uns einer erzählt, dann... Ja, nee, die haben ja auch in Israel und so weiter diesen Stern in der Flagge. Ach, stimmt, ja. Der heißt, glaube ich, wirklich so. Ja, gut, okay. Es ist gar nicht rassistisch, gar nicht böse gemerkt. David-Stern heißt er nicht. David-Stern, kann das sein? Ja, das kann auch sein. So, also, das wäre Sternvariante 1. Die etwas einfachere zum Zeichnen. Nicht unbedingt die einfachere zum Umwickeln. Dann gehen wir weiter zum Fünfeck. Mhm. Das regelmäßige Fünfeck muss ich jetzt gerade selber rasch überlegen. Startet auch mit einem Kreis. Und da machen wir, sagen wir, den Mittelpunkt mal schön M. Dann zeichnen wir einmal zwei Durchmesser ein, und zwar mit dem rechten Winkel. Und kommen zu zwei neuen Punkten. Ich gehe jetzt einfach das Alphabet durch. Punkt A und Punkt B hier oben. Als nächstes wollen wir hier noch irgendwo die Mitte finden. Wir könnten die Punkte auch E und B nennen, dann sind sie nach uns benannt. Es kommen noch mehr. Oh, na gut. Um da die Mitte zu finden, nehmen wir hier wieder den Radius in den Zirkel.
tragen den einmal oben, einmal unten ab und verbinden die beiden, machen quasi eine Mittelsenkrechte zwischen A und M, womit wir hier zum Punkt C kommen. Als nächstes nehmen wir die Strecke von C nach B in den Zirkel. Die ist jetzt nicht mehr ganz der Radius. Und den tragen wir hier unten auf eine unserer beiden ersten Geraden ab. A, B, C, dann hätten wir hier mal Punkt D. Und dann machen wir den Bogen nochmal B, D. Das ist dann nämlich schon die Kante fürs Fünfeck. Das tragen wir hier rüber ab. Ich fühle mich gerade fast wieder wie im Matheunterricht. Wenn dann dauernd irgendwelche Buchstaben und irgendwelche seltsamen Worte dazu in den Raum geworfen werden. Das können dann die großen Kinder den Eltern erklären. Ja. So, BE sollte jetzt eine Seite vom Fünfeck sein, wenn ich mich nicht vertan habe. Und die kommen jetzt zu den anderen Seiten auch abgetragen. Also 1, 2, 3, nach unten 4, 5. Und jetzt machen wir noch den Check, wie genau es ist. Nach hier oben, da kreuzen sie sich. Somit hätten wir jetzt die 5 Fünfeckspunkte hier oben. 2, 3, 4 und 5. Und mit denen zeichnen wir uns jetzt auch einen Stern. Genauso wie oben beim Sechseck lassen wir jeweils die Nachbarpunkte aus und verbinden immer den Punkt mit dem übernächsten. Den lassen wir aus. Wir gehen zum übernächsten. Von E lassen wir B aus und gehen hier zu dem Punkt ohne Namen. Und so weiter. Du wirst ausgelassen, kommen wir hier rüber. Und E wird nochmal ausgelassen und dann nach oben geht's. So, la. Und schon hätten wir das Sternchen. Ich zeichne es euch auch nochmal ganz kurz mit Filzstift nach. Könnte man natürlich auch schön machen, indem man das Geodreieck verwendet. Moment. Das ist jetzt also nicht schön. Ich halte das hier gerade für höchst aufwendig und total fancy. Das ist einfach nicht wirklich schön mathematisch, wenn man da von Hand beginnt, plötzlich Strecken nachzuzeichnen. Ach so. Na gut. Darum geht's. Das wäre die Variante vom Fünfeckstern. Und im nächsten magischen Schnitt sind sie ausgeschnitten. Wusch. So, wie aus den guten Küchensendungen, wir haben da mal was vorbereitet, sind die beiden Teile jetzt ausgeschnitten worden. Schatz, ja. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, wir hocken wirklich im Wald. Ja? Nur fürs Protokoll. Das Protokoll bedankt sich. Okay. Also welchen Stern möchtest du nachher umwickeln, Schatz? Dann nehme ich jetzt den anderen zum Teil. Ich will gar keinen. Was ist denn leichter? Ich glaube, das Fünfeck ist leichter. Dann will ich das Fünfeck. Okay, dann nehme ich Sechseck. Beim Umwickeln ist darauf zu achten, also den Anfang könnt ihr einfach mal irgendwie machen, dass ihr, am Anfang einfach mal guckt, dass euer Draht, dazu nehmt ihr am besten einfach irgendeinen unbehandelten Gartdraht. Blumendraht. Blumendraht aus dem Baumarkt. Oder Dena. Möchte der Ben weiter erzählen? Bitte. Oder Dena oder wo auch immer, Gartencenter. Am Anfang guckt ihr mal, dass ihr einfach den untersten Draht ein bisschen fixiert kriegt. Für den Anfang. Dann zeige ich euch nochmal das fertige Produkt. Ist es wichtig, dass ihr einerseits die Spitzen schön umwickelt und aber auch immer wieder vorne wie hinten über die Flächen geht. Also da geht es darum, ein bisschen gucken, dass man das möglichst regelmäßig hinkriegt. Also im Moment bin ich jetzt erst über die Flächen gegangen. Das heißt, ich gucke, dass ich hier mal in eine Spitze gehe. Und wichtig, wir brennen nachher den Karton raus, dass es die Form auch wirklich schön bleibt, hier vorne ganz in die Spitze vorzugehen, da mal so ein kleines Schlenkerchen zu machen und dann gehe ich da wieder ein Stück zurück und einmal quer über den Stern zum nächsten Spitz und gehe da mal ein bisschen die Form geben von der Spitze. Und jetzt habe ich es hauptsächlich von der einen Seite angeguckt, jetzt gehe ich da noch einmal rüber und schau mir an, ja, wie sieht es denn hinten aus? Oha, da ist jetzt hier noch eine ganz große Fläche. Dann gehe ich da mal drüber, drehe mich da 2-3 Mal um die nächste Spitze rum. Und bei den Kanten, wenn ich
die Seite wechsle, also von oben nach unten oder von unten nach oben komme, gucke ich, dass ich den Draht auch wirklich schon so ein bisschen flach drücke, dass er nachher auch die Form so behält, wenn der Karton rausgebrannt ist. Ja, dann darfst du mal einen Schnitt machen, Ben. Wir wickeln hier ein bisschen weiter und zeigen euch nachher das Resultat. Mein Stern sieht jetzt schon einigermaßen gut aus von der einen Seite. Wenn ich ihn aber wende, ja, geht. Merkt man aber schon, hier sind hauptsächlich die Spitzen schon recht gut umwickelt. Hier, aber in der Mitte könnte es noch ein bisschen mehr brauchen. Daher guckt, dass ihr möglichst regelmäßig mal von der einen Seite her schaut, mal von der anderen Seite, dass wirklich von beiden Seiten der Draht überall einmal durchkommt und die Fläche auch so ein bisschen gefüllt ist. Und als kleiner Beweis, Ben ist auch am Basteln. Aber Schatz. Na, Schatz. Weißt du, es gab früher genau ein Kind in der ganzen Grundschule, das in Kunst eine 5 hatte. Ja, das ist die zweitbeste Note in der Schweiz. Freu dich! So, hier unten mein grüner Stern. Ist der nicht wunderhässlich? Wunderbar. Zwei Dinge dürftest du noch verbessern, Schatz. Alles. Einerseits hier hast du einen Draht, der ist nicht mehr in der Sternform drin, der guckt neben raus. Ja, das sind so Details, weißt du. Das sind so Details, die sind aber ganz einfach behebbar, den schieben wir hier einfach drunter und weg ist er. Ah, okay, dann gefällt mir dieses Projekt doch. Somit wenn man da einfach Dinge wegschieben kann und dann sind sie weg, das finde ich gut. Somit bist du wieder in der Sternform, ganz fertig bist du noch nicht, denn hier in den Spitzen vorne gibt es noch viele Enden ohne Draht. Wenn die nachher das ist mühsam. Ja, das ist mir egal. Wenn dann nachher der Karton wegbrennt, sieht man da gar nicht mehr, dass es irgendwie einen Spitz hatte. Was bei den dreien hier schon ganz gut ist, da geht wirklich, der ist perfekt, da geht der Draht hier auch wirklich schön bis in die Spitze vor und sieht soweit gut aus. Hast du die Rückseite auch mal angeguckt? Nein. Erstaunlich gut. Ui. Erstaunlich regelmäßig überall. Ein bisschen mehr über die Mitte könnte man hier noch und dann sieht der schon fast fertig aus. Das muss ein Zufall gewesen sein. Bei meinem habe ich entschieden, dass der jetzt mehr oder weniger fertig ist. Mhm. Also Vorderseite sieht so aus. Ich habe das Gefühl, da geht genug in die Spitzen raus. Die andere Seite ebenfalls. Und den Draht habe ich jetzt hier abgemacht, wickle den noch ein bisschen rum. Und das Ende schiebe ich einfach hier wieder unten irgendwo rein. Das soll sich da im Gewirr von den einzelnen Drähtchen, na komm schon, verlieren, wenn er dann will. Wenn er nicht will, muss er trotzdem so verschwinde. Also ähnlich wie ich muss auch wenn ich nicht will. Ja, du bist ein armer Draht, mein Schatz. So, und dann wäre der Stern soweit schon bereit, um flambiert zu werden. Ui. Ja, dann mach doch meinen mal noch fertig und Ben verbessert seinen noch. Also ich habe gesagt, hier über die Mitte müssen wir noch ein bisschen. Ja. Man hätte auch noch etwas schöner jeweils an den Kanten andrücken können. Ja. Hier fehlt die Spitze. Weißt du, ich kann mir das Video noch nicht angucken als Tutorial. Ja? Ich muss das jetzt also live begreifen, wie das geht. Ich kann es nicht viermal zurückspulen und mir nochmal von vorne angucken. Und das macht die Sache natürlich deutlich komplizierter. Ja, das ist unheimlich komplex. Ja. Auch hier vorne gehen wir nochmal schön in die Spitze rein. Was ist der Draht grün? Vielleicht keine Photosynthese. Vielleicht aber auch nicht. Hätte es hier einfacher fallen sollen. Ben hat hier auch ein bisschen ein stabilerer Blumendraht, als ich hatte. Also da kann man schon einen Basteldraht nehmen. Das ist ein Pro-Draht. Die Farbe spielt am Ende nicht so eine große Rolle, weil wenn er einmal durchs Feuer gewandert ist, da war ich bei meinem etwas enttäuscht. Das war, glaube ich, hier der silberne. Sieht man hier teilweise noch, weiß nicht, ob du das einfängst, hier noch wirklich silberne Stellen. Mhm. Aber an ganz vielen Punkten sieht man einfach, dass er verkohlt ist, beziehungsweise halt die Flammen da die Farbe ein bisschen weggefressen haben. Und den roten, den habe ich nachträglich drumherum gemacht, damit es dann noch ein bisschen weihnachtlichen Glanz kriegt. Das können wir nämlich auch machen, denn ich habe den roten hier, Schatz. Wie toll! Was für ein Zufall. Sachen gibt's. Ja, ne? Also, Bens Sternchen verbessern. Mache ich hier noch fertig, weil er einfach zu viel Photosynthese im Kopf hat. Ja. Und also Fotosystem 1 ist nämlich das, wo erstmal das Lichtquantum ankommt und dann wird eben, ich bin jetzt schon still. Dann zeichnen wir doch nachher
wir euch nachher wie die Sterne durchs Feuer wandern. Juhu! Ben, was machst du denn da? Ich mache eine Aufhängung. Und warum machst du eine Aufhängung? Damit ich ein Stöckchen hier durchhalten kann, dranhängen kann, damit ich das mit dem Stöckchen übers Feuer halten kann, glaube ich zumindest, damit ich dann die Pappe aus dem Stern rausbrennen kann. Genau. Das machst du toll, Schatz. Das ist so fies. Boah. Nein, es ist tipptopp. Ich habe halt Inselbegabung. Ich kann Wald und noch ein paar andere Dinge. Und dann ist der Rest, alle Dinge auf dem Planeten, die man sonst so können kann, kann ich halt nicht. Aber die Sternchen über dem Wald, Schatz. Ja, aber da gefallen mir die Sonnen in den diversen anderen Galaxien, die man da oben so sehen kann, doch deutlich besser. Aber egal. So, da sind wir wieder mit unseren Sternchen. Und haben den Männerpart auch schon erfolgreich gestartet, nämlich wir haben Feuer. Ja, Feuer. Und das nutzen wir jetzt, um unsere Sterne zu flambieren. Darf ich auch schon? Nee, hast keinen Platz. Oh, na gut. Aber liebe Kinder, macht das nur, wenn Erwachsene dabei sind. Und bitte macht ein legales Feuerchen. Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Ihr kennt die Regelungen. Boah, schön, krass. Ne? Das sieht ja cool aus. Das mit dem abfackelnden Stern hat was. Darum war ja auch die Aufhängung recht wichtig, dass ihr das sicher abfackeln könnt und da dann die Asche aus dem Drahtstern rauspusten und friemeln könnt am Schluss. Ich finde, das hat schon was Philosophisches. Ja? Man fackelt sein Kunstprojekt ab und hinterher hat man immer noch Kunst. Faszinierend. Ja, ich bin durch. Okay. Glaube ich. Könnte man ihn nicht theoretisch auch einfach reinschmeißen und warten, bis er durchgekohlt natürlich, ist? Natürlich, aber so ist es lustiger. Aber das ist natürlich ein Argument, ja. Ich glaube, ich hochschatz dein Advent. Advent, Advent, mein Stern, der brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Sternle brennt, dann haben wir drei zu viele gebastelt. Nee, dann hast du Weihnachten verpennt. An Weihnachten brennen ja streng genommen gar keine Sterne. Wobei. Ja, ist egal. Immer wenn es fünfte brennt, hat man es verpennt. Ne? Buhuhuhuhu. Ja, das ist ja schon aber witzig. Ja, auch gerade für die Kinder dann sicherlich. Also was mir Spaß macht, gefällt meistens auch Kindern. Von daher. Also die dürfen nicht wickeln und zeichnen müssen, sondern nur fackeln. Ja. Ich sag, Schatz, wer hat denn ja, bitte? Zur Einleitung gesagt, der Feuerpart ist der für die Männer? Du? Ja. Und damit meintest du eigentlich die Kinder, die Männer sind? Nee, damit meinte ich ganz, ganz, ganz klar dich. Oh, na gut. Danke, Schatz. Bitte, Schatz. Wenn ihr irgendwann nur noch diese Ascheschicht drin habt, dann seid ihr fertig. Dann kommt hier das fröhliche Klopfen. Vielleicht ist es deiner genau vor dem Bild, Schatz. Das kann schon sein. Oh. Und so haben wir den fertigen Stern in Grau. Ich werde sie zu Hause dann wahrscheinlich nochmal umwickeln. Oder auch hier noch mit irgendeiner Farbe. Weil so sehen sie zwar auch schon hübsch aus, aber sind ja noch sehr neutral. Und um sie etwas festlicher zu gestalten, kann man das gut mit einem farbigen Drähtchen dann noch machen. Man kann es auch anfassen, mein lieber Mann. Aber das ist bestimmt heiß. So, nochmal Bens Stern. Nicht jeder hat Thermoisolationspfoten, so wie du. Also ich schnipse hier einfach ein bisschen dran. Tschück, 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 tschück. Die Pappe fliegt runter. Und hier haben wir Bens Stern im Feuerschein. Bin ich positiv überrascht, dass der gar nicht mal so hässlich ist. Sag ich doch. Also auch sein grüner Draht hat die grüne Farbe jetzt abgebrutzelt und sieht so einen neutralen Anthrazit-Dunkelgrau irgendwie aus. Wenn du magst, kannst du auch einen bunten Draht drumherum wickeln, dann sieht er voll festlich aus, Schatz. Ich muss nachher noch Video schneiden. Und dann hängen wir ihn an den Weihnachtsbaum.
Wir haben keinen Weihnachtsbaum. Machen wir keine Waldweihnacht dieses Jahr. Ach so, das. Ja doch, das können wir machen, stimmt. Da gehört das Weihnachtsbäumchen seit letztes Jahr dazu. Stimmt. Ach. Das ist eine einjährige, langjährige Tradition. Ach, da haben wir eine einjährige, langjährige Tradition gestartet. Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Ja, siehst du? Ja, und dann wollen wir jetzt noch Tschüss sagen. Das machen wir jetzt in Form von dieser großartigen Kameraeinstellung. Und hoffen, dass wir einigermaßen scharf sind. Also, ich meine... Wir wünschen euch einen schönen Tag noch und bis morgen. Tschüss! Macht wieder alles kaputt, die Frau. Alles kaputt. So, ja, tschüss. Jetzt bin ich sicher unscharf. Ja, noch. Noch, ich arbeite dran. Ja, ich will gar nichts mehr sagen. Was muss ich denn noch sagen? Jetzt sagen wir noch Tschüss. Guck mal, auch scharf. Ich habe eine scharfe Brille. Siehst du, das Weiße an meinem Bart? Das sehe ich. Dann wird mein Sack geschneit. Dann blende ich dann euch nachher die fertigen Sternchen da noch ein, von zu Hause oder noch von hier aus dem Wald. Sollte man noch experimentieren mit den neuen Objektiven. Grundsätzlich, also das muss man dazu sagen, ja, das Bild mag jetzt vielleicht teilweise ein bisschen out of focus gewesen sein, aber die Abbildungsleistung bei der Dunkelheit, die hier eigentlich schon herrscht, die ist ziemlich sensationell. Also, sofern der Fokus stimmt, ja. Bis die das sehen, ist das doch ein alter Zopf. Psst, hab ich's gesagt.